Ja, ganz herzlich willkommen zu diesem Video für dein Seelenblühen. Und schön bist du hier mit mir mal wieder im Wald. Ich stehe diesmal vor einer Pflanze, die sozusagen nicht direkt einheimisch ist. Das indische Springkraut, das Himalaya-Springkraut und seine ursprüngliche Heimat, ja, liegt eben in Indien, in Asien und nicht hier in Europa. In der Biologie nennt man sie Neophyten, auch Aliens. Ja, das spüre ich für mich immer wieder, dass wir diese Pflanzen hier einerseits als Aliens auch willkommen heißen dürfen, genau wie uns selbst. Denn vielleicht kennst du das auch, ähnlich wie ich, dass man sich in seinem eigenen Leben oder auch in dieser Welt, auf dieser Erde, ein Stück weit wie ein Alien fühlt. Ja, und wer weiß, wie diese Pflanzen hinter mir sich gerade fühlen. Ja, und ich kenne das von mir selbst. Gerade als Teenager habe ich das sogar oft, dieses Wort benutzt. Ich fühle mich mal wieder wie ein Alien in dieser Welt, sei es in der Schule oder ja auch wirklich einfach auf dieser Erde. Als sei ich nicht ganz am richtigen Platz oder ja, an einem falschen Ort gelandet. Und ich habe das schon von vielen gehört, die auch ja, so sehr sensitiv sind, eine Hochsensibilität haben, ja, und die auch zu den sogenannten Starseeds gehören, die sich eben manchmal fremd fühlen oder wie ein Alien. Und da ich immer sehr mit Pflanzen auch durch meine Prozesse gehe und sie auch immer wieder mit einfließen lasse, wenn ich Menschen gerade auch hochsensible und Starseeds begleiten darf, spüre ich, dass das indische Springkraut uns hierbei helfen kann, uns eben doch einzulassen, hier zu sein, genau da, wo wir gerade sind. Und dass wir vollkommen am richtigen Ort sind, auch hier auf Mutter Erde, in unserem Leben und ja, genau dort, wo wir gerade sind. Denn auch diese Pflanze hier hat hier seinen Platz, sie hat ihren Sinn, dass sie hier ist. Auch wenn sie vielleicht ein Stück weit, ja, wie manchmal auch fremd wirkt, sie fällt auf, dass sie eine andere wie Ausstrahlung hat wie unsere einheimische Flora. Und es gibt auch ja, sogenannte Neophyten oder invasive Pflanzen, die vielleicht den Eindruck machen, dass sie irgendwo auch eingreifen in unser Ökosystem. Und dennoch glaube ich, spüre ich, dass es einen Sinn hat, dass sie hier sind und uns auch etwas zeigen wollen. Zum einen zeigen sie uns, welcher Bewegung, welchem Aufbruch Mutter Erde ist und auch wir als Menschen, die Welt, wir bewegen uns so viel mehr hin und her und bringen dabei eben auch Pflanzen an neue Orte. Und das indische Springkraut hat aber zum Beispiel auch etwas sehr Positives. Es ist eine wunderbare Bienenweide und um mich herum schwirren immer mal wieder noch ein paar Hummeln und Bienen. Ja, und das hat sozusagen auch etwas sehr Positives, etwas Nährendes. Ja, und so zeigt sich mir hier auch einfach das Thema anders sein. Erlaubst du dir auch manchmal anders zu sein? Ja, wie du es vielleicht gelernt hast oder wie man so der Norm entsprechen sollte. Und bist du dennoch mit dieser Andersartigkeit hier auch im Frieden mit dir, fühlst du dich wohl? Und so sind diese Pflanzen, aber auch für mich die Bienen, die Hummeln, wie auch Boten der Anderswelt, die mir wie zuraunen, du darfst auch anders sein und dennoch gehörst du dazu. Denn oft kennen wir aus der Kindheit diesen Schmerz, vielleicht nicht dazu zu gehören, nicht gehört zu werden. Ja, wir alle sehnen uns danach, zugehörig zu sein, dazu zu gehören, angenommen zu sein. Und so kann hier gerade das Springkraut mit seiner Pflanzenenergie, der Pflanzengeist
uns dabei helfen, uns ja hier in diesem Bereich noch unsere Heilung zu unterstützen, vielleicht auch noch alte Glaubenssätze loszulassen und uns zu erlauben, ganz im Hier und Jetzt zu sein, dort, wo wir gerade sind, zu spüren, dass wir dort wirklich unseren Platz haben, unseren Sinn, auch wenn ein Teil von uns weiß, dass wir nicht ganz von dieser Welt sind, dass wir auch anderes kennen, unsere Sternenherkunft und eben auch das mit hierher zu bringen, es nicht von uns zu schieben, sondern anzunehmen, dass wir vielleicht ja auch ein Stück weit eben von woanders sind und anders sind. Und auf eine Weise ist jeder einzigartig und sozusagen anders. Ja, ich lade dich ein, dich einfach einzutauchen ein Stück weit, auch in diese Energie einer neuen Zeit auf Mutter Erde, wo wir spüren, dass wir auch hier sind mit unseren Anteilen, die von ganz woanders herkommen, von den Sternen, vielleicht von anderen Dimensionen, vielleicht auch von Mutter Erde aus anderen Kulturen, an die wir uns wieder erinnern, aus anderen Inkarnationen. Und all dies jetzt hierher holen in unser jetziges Leben und es integrieren und damit auch in Frieden kommen. Ja, der Alien in mir, der erinnerte sich, und du kennst das sicher auch, dieses Gefühl, da gibt es noch so viel mehr in dir, aber auch in dieser Welt, auch an Wahrheit. Manches, das sich vielleicht wie nicht stimmig angefühlt hat, schon als du Kind gewesen bist oder Jugendliche. Doch irgendwo war man vielleicht allein damit oder andere haben sich für ganz anderes interessiert. Ja, so habe ich es oft erlebt als Kind, als Jugendliche. Mich haben ganz andere Dinge begeistert als meine Familie, als meine Freunde. Ja, und so war ich oft auch damit irgendwo alleine, auch einsam und habe mich auch einsam gefühlt. Wirklich wie der Alien, den man hier auf dieser Erde abgeworfen hat und der ein bisschen eine andere Sprache spricht. Und als ich mich dann auf den Weg ganz bewusst zu mir selbst, auch zu meiner Seele gemacht habe, ja, noch so ein spirituelles Erwachen immer mehr erleben durfte, kam manches davon erst, ja, richtig zum Vorschein. Diese Einsamkeit, dieses Gefühl, irgendwas in mir ist anders wie bei so vielen um mich herum. Und doch durfte ich in dem immer mehr bei mir ankommen und damit habe ich auch immer mehr Gleichgesinnte getroffen und gemerkt, so einsam bin ich hiermit gar nicht, mit dem, was ich empfinde, dass wir in eine neue Zeit gehen, dass vieles auf dieser Erde auch nicht ganz, ja, die Wahrheit ist, was mir vermittelt wurde in den Medien oder auch im Schulunterricht. Ja, und dass ich damit gar nicht so alleine bin und es sozusagen noch andere Aliens gibt. Ja, und du hast vielleicht schon den Begriff Starseed gehört. Für mich gehören da ganz viele von uns dazu, wenn nicht alle, die sich eben so fühlen wie ein Alien. Ja, und jetzt gibt es noch eine Energieübermittlung in Lichtsprache, in Sternensprache. Und so darf sich eben das Kosmische, das Himmlische mit dem Irdischen verbinden oder auch das von weit her mit dem, was du hier in diesem Leben schon in dir hast und all das, was noch neu auch integriert werden darf, auch dein Sternenwissen, die Weisheit aus anderen Inkarnationen. Ay, 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 ay
Da Oanata Ye. Und so lädt dich noch einmal der Pflanzengeist des Springkrauts ein, dich mit all dem, was dich ausmacht, mit deinem Wissen von den Sternen, aus anderen Inkarnationen bist du wahrscheinlich eine weit gereiste Seele, dich ganz hier, auch im Hier und Jetzt, in dir, in deinem menschlichen Dasein zu Hause zu fühlen. Ja, ich wünsche dir alles, alles Liebe von ganzem Herzen. Christina Alasia.